Hallo, hier ist die Doro und ich befinde mich gerade auf der Greifswalder Oi in Mecklenburg-Vorpommern in der Ostsee. Das ist so eine kleine Insel, ja, in der Nähe von Rügen. Und ich mache hier gerade ein ehrenamtliches Vogelberingungspraktikum. Ja, ich habe es eigentlich von meiner Professorin empfohlen bekommen und ja, da ich das Meer liebe und mich auf Inseln eigentlich immer ziemlich gut fühle körperlich, habe ich einfach mal gedacht, ich wage mal dieses Abenteuer. Ja, ich bin jetzt seit knapp 3,5 Wochen hier, also insgesamt mache ich knapp 4 Wochen. Und ja, es ist schon eine Herausforderung, also es ist eine große Umstellung für mich und auch mit der Ernährung. Klar, ist das eine ziemlich große Herausforderung. Und ich habe am Anfang auch ziemliche Zweifel gehabt, ob ich das wirklich machen soll. Ja, also, wie soll ich sagen? Ich war am Anfang erstmal ziemlich überwältigt. Ich kam dahin und es ist alles einfach anders, als man das von zu Hause kennt. Also, man hat hier wenig Komfort. Also, phasenweise gibt es überhaupt keinen Strom oder auch kein warmes Wasser. Das ist auch nicht immer verfügbar. Es ist hier eine autarke Insel und die Solaranlage funktioniert auch nicht immer. Ja, oder auch Heizung wird zentral mit einem Holzofen betrieben. Ja, auch deswegen muss man oft ja, ohne Heizung auskommen. Bei Außentemperaturen von 10 Grad, die es dann teilweise sogar innen erreichen kann. Ja, und innen gibt es dann nur so einen Kachelofen. Und ja, auch in der Ernährung sieht es natürlich dann etwas schwieriger aus, weil ja, man hat hier eine Tiefkühltruhe und einen Kühlschrank. Ansonsten gibt es eben Dosen. Die haben hier jede Menge Dauerwurst und Sachen aus Gläsern. Und das sind natürlich nicht gerade die Sachen, die jetzt das Ideale für mich sind. Und ja, ich kam halt auch hier hin und ich bin ja jemand, der einfach nicht so gut mit vielen Menschen kann. Und dann hatte ich hier dann gleich ja, so knapp ein Dutzend fremder Leute und dann teilweise auch wechselnde Besetzung. Und ja, so das Maximum, was wir mal hier hatten, waren insgesamt 16 Leute für ein Wochenende. Und ich teile mir auch ein Zimmer mit noch zwei Mädels. Das war nicht immer einfach für mich. Das ist für mich ziemlich viel zu verarbeiten. Also ich hatte oft so mit dem Reizüberflutung zu kämpfen. Und dann war auch noch das Problem, dass ich ja jetzt kurz zuvor so einen kleinen Rückfall hatte und deswegen mein Entzündungslevel ziemlich hoch war wieder und ich einfach sehr, sehr empfindlich war. Und ich deswegen auch schon Angst gehabt hatte, ob das überhaupt gut geht, ob ich das hier machen kann. Und dann war ich auch noch kurz vor meinen Tagen. Da geht das Entzündungslevel ja immer hoch. Also neige dann mehr zu Akne und da eben auch, ich meine, klar, Stimmungsschwankungen kennt jeder und Neurodermitis-Ausbrüche und dass ich einfach viel sensibler bin. Und das kam noch hinzu. Und dann hatte ich am Anfang auch gleich ein paar Ernährungsmissgeschicke. Und also hier ist halt auch so, dass einfach total viel an irgendwelchen Pestos und Brotaufstrichen offen ist. Und dann morgens immer so ein Gemüse- und Obstteller gemacht wird mit ganz verschiedenem Obst. Und da kann man sich dann also ganz klein geschnitten und der Vorteil und der Nachteil ist, dass man eben von allem probieren kann. Also ich konnte alles möglich ausprobieren, aber man lässt sich dann auch schnell verleiten und hat dann schnell mal was erwischt, was dann doch nicht für einen gut ist. Also ich meine, klar, die Gier siegt dann am Ende immer. Da bin ich eigentlich nicht so diszipliniert, wenn es dann da ist. Also es klappt nur zu Hause, wenn ich wirklich es einfach nicht im Haus habe. Und da musste ich mich dann auch erstmal lernen zu bremsen. Und ja, ich hatte auch dem Leiter hier gesagt, dass ich hatte ihm einfach erstmal gesagt, dass ich kein Weizen vertrage, weil ich ihm damit gerechnet habe, dass das auch dann tatsächlich der Fall war, dass ich dann hier vor allem von Weizen, von Brot und Nudeln ernährt wird. Und das wäre so das Schlechteste für mich, weil ich auch allgemein Kohlenhydrat nicht kann. Also ich bin ja hier Fructose-Malabsorption, FODMAPS-Intoleranz und deswegen ist auch Fructane für mich schlecht und das Gluten ist ja allgemein entzündungsfördernd. Und ja, ich habe mich schon vorbereitet. Also ich hatte mir selbst noch ein Bananenbrot gebacken und das mitgenommen, auch als Vorrat, so Proviant für die Fahrt. Ich hatte ja so eine 10-stündige Zugfahrt und ja, noch ein paar hart gekochte Eier dabei.
Und dann hatte ich mir noch einen halben Liter Kokosöl mitgenommen und einen Liter Kokosmilch. Und habe mir noch so ein halbes Kilo einfach Kollagenpulver mitgenommen, weil ich einfach einen sehr hohen Proteinbedarf habe und es daran dann oft mangelt. Und ja, ich mache mir jetzt einfach immer morgens so einen heißen Tee und ein paar Pulver von dem Kollagenpulver rein. Einfach noch einen Löffel Kokosmilch. Und das hält dann meinen Blutzucker schon ziemlich stabil. Und das hilft auch, dass ich mental dann besser arbeiten kann. Ja, aber es war halt einfach oft so, dass ich wirklich total bereizt war. Und dann bin ich halt einfach hier in die schöne Natur gegangen. Und also davon hat man hier wirklich mehr als genug. Und und habe dann einfach einen Spaziergang gemacht und auch wirklich dann meditiert und meine Qigong-Übungen gemacht, um einfach wirklich runterzukommen. Und ich habe danach auch gemerkt, dass ich wirklich viel klarer im Kopf bin und mich mehr freue, dann die Leute zu sehen und dann auch wirklich fähig bin, dann die Gesellschaft zu haben und dann auch mich daran erfreuen kann. Ja, und ansonsten, ja, es ging täglich dann so, dass man mit Sonnenaufgang aufstand und hier werden Zugvögel gefangen, also hier ganz viele Meisen, Rotkehlchen, Wintergoldhähnchen, Drosseln, alles Mögliche und mit so Japannetzen und die müssen dann einmal die Stunde mit einer Patrouille gelaufen, aber es ist schon ein bisschen abwechselnd. Und da müssen dann die Vögel aus den Netzen gesammelt werden und dann beringt werden und vermessen und alles. Und dann ja, in den Computer eingegeben werden. Und auch das war für mich erstmal schwierig, weil ich habe einfach dadurch, dass ich mein Leben lang noch damit es an den Händen hatte, also teilweise wirklich eine Behinderung der Hände hatte, habe ich so ein bisschen den Bezug zu meinen Händen verloren und dann wirklich. Also ich bin halt schon eher grobmotorisch und das war dann schon wirklich teilweise schwierig. Und dann werden meine Hände auch schnell steif. Und manche Vögel, so gerade die Meisen, die picken dann auch ziemlich doll. Und da war ich dann, also da musste ich auch dann lernen, so wirklich meine Empfindlichkeit zu überwinden einfach. Das war eine Herausforderung, aber also ja, es ist viel besser geworden. Und also ich komme eigentlich sehr gut damit klar. Also ich war früher eigentlich so, dass ich eher abends lange auf war, weil es dann auch draußen einfach dunkel ist und reizarm. Und ich habe dann ziemlich lang geschlafen, also teilweise bis in den Mittag hinein. Und also hier klappt das überraschend gut, dass ich dann wirklich morgens aufstehe und auch motiviert bin und Spaß an der Sache habe. Und ich habe dann so meine Ziele gesteckt, so, ja, ich möchte auch mal schaffen, dann wirklich an die Ringe dran zu machen und mich da so hochzuarbeiten. Und dann, wenn man das dann wirklich schafft, dann ist man total stolz und ja, und auch dann die tägliche Arbeit. Also ich habe ja dieses WG-Leben einfach nie gekannt. Und dann hier mit den anderen jungen Leuten dann so den Haushalt zu teilen und zusammen das zu essen und das Haus einfach ein bisschen schön zu halten. Und einfach das Leben hier zu teilen. Und auch, ja, hier müssen ja auch mit den Schafen, die Insel beweiden, die den Heidschnucken ein bisschen was machen und ja, Holz holen und diese ganze Arbeit drumherum, die anfällt. Das ist einfach schön. Das bringt einen einfach mal wieder runter und so mitten ins Leben. Also, ja, also es war teilweise wirklich schwierig. Also, der Haut hat es wohl schon gut getan. Also ich denke schon, dass mein Entzündungslevel allgemein hier geringer ist, von der Grundlage her, weil, also, es ist wirklich eine toxinarme Umgebung. Also man hat hier keinerlei Pestizide. Das hier, die ganze Insel ist ein einziges Naturschutzgebiet. Also es gibt seit Jahrzehnten hier keine Landwirtschaft mehr. Kein Verkehr, überhaupt gar nichts. Also es ist sehr sauber, nur halt klar die Nahrung ist dann natürlich nicht ideal, also viel Fleisch und so aus Massentierhaltung, also eigentlich wenig Bio-Sachen, aber trotzdem, man fühlt sich gleich irgendwie lebendiger und einfach diese Ruhe, die Natur, das bringt einen total runter. Und ja, also ich hatte dann am Anfang also an Reaktionen ganz schwer gehabt, dass ich dann, also ich hatte dann Schnaken, also Mücken, Stechmückenstiche und dann war es dann so, dass wenn ich eine Mastzellreaktion hatte, eine Histaminreaktion, dass dann diese Mückenstiche dann total sich vollgesogen haben mit Lymphe, mit Wundwasser und dann die sich immer wieder und wieder entzündet haben und einfach nicht abgeheilt sind. Also ich weiß nicht, ob man das hier noch in meinen Händen sieht. Also an meinem Mittelfinger hatte ich hier einen schlimmen Mückenstich.
Also, es ist jetzt eigentlich sehr gut abgeheilt. Also, ich hatte halt auch einen ziemlichen Akneausbruch an der Stirn bekommen, weil ich dann einfach auch zu viele Kohlenhydrate hier gegessen habe. Also, dann zu viel, also hier ein bisschen Marmelade probiert. Also, ich habe mir hier dann auch von eigenen Brombeeren selbstgemachte Marmelade und halt dann ein bisschen mehr Obst. Und dann, ja, ich habe einfach, dann, es ging halt dann total wieder los, also wie in meiner Teenagerzeit. Und das ist jetzt auch erst wieder am Abheilen. Und ja, da muss ich halt, das ist halt einfach meine Schwachstelle, und da werde ich einfach immer aufpassen müssen, dass ich vertrage viele Kohlenhydrate nicht. Das merke ich auch dann schon in meinen Blutzuckerschwankungen. Aber ja, am Anfang ist so die Gier da, aber wenn man dann merkt, wenn man halt dann auch ein bisschen sich zurückhält, man muss ja nicht komplett verzichten. Also ich kann mir schon auch mal was leisten. Also ich kann auch mal ein Stück Schokolade essen. Ich muss halt nur meine Grenzen beachten. Und ich will das auch, das merke ich. Also ich will Teil des Teams sein und ich will einsatzfähig sein und ich will das hier durchziehen. Also am Anfang hatte ich einen ziemlichen Durchhänger, weil ich wirklich dachte, es ist so viel Neues, so viel zu lernen, und ich war so überfordert, auch eben einfach, wenn mein Entzündungslevel hoch ist. Man hat ja auch Mastzellen im Gehirn, und das ist ja mittlerweile nachgewiesen, und das sind auch diese autistischen Symptome dann verursacht. Also wirklich, das ist eine Entzündung des Gehirns, und das macht dann auch, dass man sich ja kaum noch konzentrieren kann, einfach völlig überfordert ist und die Reize nicht verarbeiten kann und einfach völlig überladen ist. Oder dann einmal, dann gab es auch zum Beispiel Hering, der war eigentlich fangfrisch von dem Tag, aber der hat dann auch noch ewig rumgestanden und in der Küche ewig rumgestanden, ehe die den dann ausgenommen und verarbeitet haben, und dann auch noch über Nacht in dem Kühlschrank und dann am nächsten Tag nochmal gegessen, und alles irgendwie steht hier ewig rum, weil man immer flexibel sein muss. Manchmal dann kommt halt ein großer Ansturm an Vögeln, und gerade in den ersten Tagen war das ganz extrem, wo ich hierher kam. Und da muss man einfach alles stehen liegen lassen, und dann stehen die Sachen lange im Warmen, und das ist halt für Histamintolerante nicht so das Ideale. Und da habe ich wohl wirklich fast wie eine leichte Fischvergiftung geholt. Also ich denke, es war nicht nur Histamin, sondern auch andere biogene Amine. Also ich hatte wirklich schwere neurologische Probleme. Also ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, so richtig Brain Fog. Ich habe dann versucht, einen Spaziergang zu machen und zu meditieren, um irgendwie wieder runterzukommen. Und ich habe mich richtig krank gefühlt, wie als hätte ich eine schwere Grippe. Ich hatte nur noch so einen Tunnelblick. Bin über meine Füße gestolpert, habe mich richtig voranschleppen müssen und musste mich ständig an irgendwelchen Bäumen festhalten und abstützen. Also richtig schwere neurologische Probleme, also wirklich vergiftet habe ich mich gefühlt. Und seitdem habe ich dann auch wirklich komplett die Finger hier von Fisch gelassen, was schon schade ist, wenn man Urlaub am Meer macht. Aber ich will das nicht nochmal erleben. Also zu Hause, Fisch aus der Tiefkühltruhe geht, das ist kein Problem. Darauf freue ich mich dann jetzt einfach auch wieder. Aber nee, sowas muss dann einfach nicht sein, und da verzichtet man dann auch drauf. Ja, und ansonsten, ja, mein Mann Patrick war so lieb, mir dann zwischenzeitlich nochmal ein Paket zu schicken. Das ist ja auch nicht so einfach hier, also ich fährt dann teilweise nur alle 2 Wochen mal ein Schiff hin. Und ja, das war dann schon etwas schwierig, aber er hat mir dann nochmal hier 2 Bananenbrote gebacken, und oh, über die ich total glücklich war, dass die mir dann auch nochmal richtig Energie gegeben haben. Und noch ein paar Sachen mitgeschickt, halt ein paar Vorräte, die für mich verträglich sind. Und ja, das hat mir auch nochmal ziemlich Auftrieb gegeben. Ja, und ansonsten, ja, was ich einfach sagen muss, ja, genau einem Jahr, da war ich wirklich so am Tiefpunkt, da war ich wirklich richtig, richtig schwer krank. Da habe ich mich gerade angefangen, mit dem Ganzen hier zu beschäftigen, also wirklich erstmal zu verstehen mit der Histamintoleranz und wirklich mal dahinter zu kommen, was wirklich sinnvoll ist in Sachen Ernährung. Und da war ich mich gerade am Erholen von diesem extrem schimmelbelasteten Haus, wo ich wohl wirklich stark vergiftet worden war dadurch, und was wirklich eine richtige, diese Mastzell-Sache da ausgelöst hat bei mir. Und ich war wirklich einfach, ich wollte einfach nur überleben und einfach nur, ja, nicht verhungern und irgendwas zu essen haben, was ich vertrage, und einfach wieder auf die Beine kommen. Und jetzt ist ein Jahr vergangen, und ich habe schon, klar, noch durch Tiefs gegangen und hatte Rückschläge. Aber ja, jetzt bin ich hier. Also es hat schon Mut gekostet, wirklich hier durch ganz Deutschland mit dem Zug zu fahren. Also für manche mag das eine Kleinigkeit sein, aber ich habe wirklich mein Leben lang mit
schweren Angstsymptomen zu kämpfen gehabt und mit einem ja, chronisch entzündeten Gehirn und habe einfach, also mir fiel alles einfach so schwer und dann hier so etwas zu wagen, also dieses Abenteuer, so total ins Unbekannte und einfach mal hier diesen ganzen Herausforderungen zu leben und einfach mal das für mich zu machen. Einfach hier auf diese schöne kleine Insel, dieses Naturschutzgebiet und einfach jeden Tag so ein paar Vogelbeobachtungen zu machen und was über Ornithologie zu lernen und einfach ja, mal etwas anderes zu machen, was anderes in der Welt zu sehen und vor allem einfach mal weg von den ganzen Problemen. Also es gibt hier kein richtiges Internet, also sehr schlechtes und die Probleme von zu Hause, also die Arbeit, die bleibt jetzt einfach mal liegen und dass ich das hier einfach machen darf, das ist einfach richtig schön. Also ich mache das wirklich für mich und ich denke, das ist das Leben. Also das, man muss einen Grund finden, um wirklich gesund zu sein, um fit zu sein. Und warum man dann sich auch mal zusammenreißt und dann ja, gewisse Maßnahmen ergreift oder auf gewisse Sachen verzichtet. Und ja, einfach um wieder ins Leben zurückzukommen. Also ich habe das Gefühl, also ich bin wirklich hier dran gewachsen und ich habe ganz viel Kontrolle über mein Leben zurückbekommen. Also das hier ist ganz allein mein Ding. Ich schmeiße hier quasi den Laden mit den anderen jungen Leuten. Wir versorgen das Haus und kümmern uns um die Tiere und um die Beringung und keiner sagt uns wirklich, was wir tun lassen sollen. Wir machen das einfach, weil wir es wollen. Und das ist so harmonisch mit diesen anderen Leuten. Also es sind alles ganz besondere Menschen, die auch nicht so, also keiner von denen ist so der Großstadtmensch und alle bevorzugen so das einfache Leben und wirklich in der Natur und dann wirklich hier Sachen zu ernten und sich um die Schafe zu kümmern und Brennholz zu hacken und ja, man fühlt sich einfach wieder mittendrin, wieder lebendig und gleichzeitig ist man trotzdem ja hier in der Ruhe, in dieser Natur, in dem Frieden und ja, es ist einfach, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt hier bin und ich bin noch lange nicht ganz gesund und keine Ahnung, vielleicht werde ich auch nie ganz sein und es wird immer Höhen und Tiefen geben, aber ich mache einfach das Beste draus und versuche einfach keine Angst mehr zu haben von dem, was kommt. Ja, also ich würde es jetzt niemandem empfehlen, der noch am Anfang von seiner Erkrankung ist und erstmal versucht, wieder den Kopf über Wasser zu bekommen, aber ansonsten, wenn du irgendwie gerade so an allem zweifelst, in der Richtung deines Lebens oder mal aus allem raus willst, dann würde ich dir wirklich mal empfehlen, so ein Volontariat zu machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten und ja, einfach mal raus aus diesem immer gleichen Trott und es tut einfach gut. Also die Seele heilt auch und damit kann auch der Körper heilen. Ja, also ansonsten, was mir besonders gut gefallen hat, war der Bärlauch. Also da war ich total glücklich drüber. Ich habe noch nie in meinem Leben Bärlauch in freier Natur gesehen. Und ich habe zwar die FODMAPs-Intoleranz, aber ich vertrage zum Glück Zwiebelgemüse ziemlich gut. Also am Anfang hatte ich erst ein bisschen Verdauungsprobleme, aber ich habe mich dann wohl ziemlich schnell dran gewöhnt. Hier, der ganze Wald, alles voller Bärlauch. Ist das nicht herrlich? Also wir haben alles hier, Bärlauchpesto und alles mögliche damit gemacht. Also ich liebe es und es ist einfach schön, direkt aus der Natur etwas zu ernten und einfach keine Angst zu haben, weil der Körper darauf reagiert und es einfach mal zu genießen. Ja, und in 2 Tagen geht es für mich wieder zurück und ich kann mich jetzt auch richtig wieder auf zu Hause freuen und meine Arbeit in Angriff nehmen und werde jetzt nochmal ein bisschen ja, die Sonnenstunden hier genießen und ja, wünsche euch dann bis dahin erstmal alles Gute und ja, ich denke ganz fest an euch und dass ihr auch wirklich euren Sinn findet im Leben und etwas, wofür das Ganze, das Gesundsein überhaupt machen wollt.
Und dann, dass ihr wieder den Mut findet, zurück ins Leben zu treten. Okay. Ja, dann erstmal bis dann. Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr meinen Blog besucht. Also ich habe auch hier noch einen Artikel, ein bisschen ausführlicher mit Fotos über meine Zeit hier. Und würde mich freuen über einen Besuch meines Blogs. Okay, dann bis dann. Tschüss.